Hallo ihr Lieben aus dem Rotkreuzklinikum im sonnigen bis leicht bewölkten München. Ich bin Vera und in meinem Videotagebuch erzähle ich von meiner Vulvinoplastik, meiner Genitaleingleichung und jetzt von meiner Korrektur-OP. Die OP war am Donnerstag und heute ist Sonntag. Schaut euch gerne die letzten Videos an. Es passiert auch nicht so sonderlich viel jeden Tag, aber ich schulde euch noch ein paar Worte zur OP selber. Also wenn das zu viel ist, ich werde nicht allzu sehr in die Details gehen, aber wenn das zu viel ist, der kann ja dann vielleicht zum nächsten Video springen. Also am Tag der OP war ich als Dritte dran, musste also ein bisschen warten. Ich wurde dann allerdings schon kurz vor 12 abgeholt im Zimmer. Von einer sehr freundlichen Person. Das war alles sehr, sehr nett hier. Bin also runter in die Vorbereitung gekommen, zum Umbetten auf einen entsprechenden Liege, wo man dann in den Anästhesieraum gebracht wird. Da habe ich einen Zugang gelegt bekommen für das Narkosemittel. Und ich bin immer wieder überzeugt davon, dass das doch mal so gut klappt. Denn beim Hausarzt und beim Urologen, da muss doch immer sehr, sehr lange gestochert werden, bis die Menschen meine Venen finden. Und hier haben die ihre Tricks. Das dauert natürlich ein bisschen manipulieren, aber es geht dann doch sehr schnell und problemlos hier immer. Jo, dann habe ich natürlich von der OP nichts mitbekommen, bin irgendwann im Aufwachraum aufgewacht, habe aber da auch immer wieder so ein bisschen gedöst. Also bei der ersten OP war es tatsächlich so, dass ich sehr früh aufgewacht bin und mir so langweilig war in diesem Aufwachraum. Ich die ganze Zeit gesagt habe, bitte lasst mich doch hier raus, mir geht's doch so gut. Und ich musste aber damals ziemlich lange da liegen, weil die OP auch etwas länger war und man muss ungefähr die Hälfte der OP-Zeit da liegen. Diesmal habe ich tatsächlich nach dem ersten Aufwachen, oder dem ersten noch mal immer so für mich hergedüst und war dann überrascht, wie schnell es doch ging mit dem Zurück auf die Station. Allerdings war es dann auch schon gegen 18 Uhr, als ich dann wieder auf Station war. Also ich habe offenbar eine ganze Zeit dann nicht mitbekommen. Ihr fragt sicher, was bei mir gemacht wurde. Da möchte ich nicht so ganz genau drauf eingehen, hoffentlich verständlicherweise. Aber nochmal zur Erinnerung, bei der ersten OP oder zur Erklärung, was so typisch ist. Bei der ersten OP wird also unten am Scheideneingang ein bisschen mehr Haut stehen lassen, um die Zugkräfte aufzunehmen, damit die Nähte, die anderen Nähte nicht alle so unter Zug sind und alles besser zusammenheilt. Da ist eben eine Sache, die häufig gemacht wird, den Eingang unten ein bisschen zu erweitern. Zweitens ist, dass häufig ein bisschen wenig Bulbusmaterial, also vom Schwellkörpermaterial, etwas mehr stehen gelassen wird, als zur Sicherheit lieber etwas mehr stehen lassen, wenn man es hinterher wegschneiden kann, als wenn man zu viel wegnimmt. Und es ist ja auch so, dass Cis-Frauen auch dort eben Schwellmaterial haben. Es ist also ganz genau das Homologe, das gleiche Material wie bei Cis-Frauen. Und dann kommt es immer auf die Heilung drauf an, wie viel genau stehen gelassen wird, damit es auch gesund ist und damit es nicht so viele OP-Risiken gibt und auch ein gutes Ergebnis kommt. Da ist auch eine typische Sache, dass das bei der Korrektur nochmal ein bisschen weg angeglichen wird, je nachdem, vorne oder auch am Scheideneingang. Das ist halt sehr unterschiedlich, wie sich das noch verändert bei der Heilung. Und eine dritte Sache sind die sogenannten Dog Ears. Es verlaufen Nähte oben an den äußeren Vulvalippen und am Ende dieser Nähte, wenn sich dann unten die Nähte ein bisschen zusammenziehen bei der Heilung, bilden sich am oberen Rand so ein bisschen, wie man Servietten faltet. Kennt ihr das vielleicht, dass sich so eine leichte Beule bilden kann? Das ist auch nicht bei jeder Person so. Es kann aber sein und die können auch nochmal ein bisschen reduziert werden. Das wären so aus meiner Ansicht nach die drei häufigsten Sachen, die korrigiert werden. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen kleinen Sachen, die man noch ein bisschen angleichen kann, wie die Haut ist und so weiter. Alles ganz individuell. So. Oh, ich mach mal kurz. Also, das war das zur OP selber. Dann wurde mir kurze Zeit später noch offenbart, dass also eine Kleinigkeit gefunden wurde, die bei mir noch eben schnell mitkorrigiert wurde. Aber dummerweise muss ich aufgrund dessen leider ungefähr 10 Tage lang meinen Katheter tragen. Der war damals schon mein Hassgegner. Ich glaube, ich habe auch davon erzählt. Und normalerweise wäre er so nach 3, 4 Tagen raus und ich muss ihn jetzt leider 10 Tage tragen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Faden verloren, aber es geht auf jeden Fall jeden Tag ein bisschen weiter. Ich durfte dann schon aufstehen. Jetzt bin ich schon super mobil. Ich war vorhin das erste Mal unten im Garten. Das ist ja eine ganze kleine Reise. Erstmal durch das Krankenhaus, durch in den Keller und dann nach draußen und dann mal kurz in den Garten. Das ist also auch ein kleines neues Accomplishment. Ihr seht, glaube ich auch, ich hatte beim letzten Mal hier noch das weiße Pflaster drüber. Das ist mir gestern noch abgezogen worden. Und was ich nicht wusste, ist, dass hier unten noch eine Schicht drunter ist. Und heute Morgen fängt das leider wie irre an zu jucken. Also am liebsten würde ich da kratzen, aber wahrscheinlich ist genau deshalb diese Schicht noch drüber, damit ich da gar nicht erst anfange. Es ist sehr, sehr verlockend, hier rumzuknibbeln und so weiter. Die nächste kleine Übung in Geduld und Selbstdisziplin hier von vielen kleinen Übungen in dieser Sache. Da ich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen den Faden verloren habe, lasse ich es jetzt auch hier mal gut sein. Ich erzähle euch wieder mehr im nächsten Video und vielen Dank. Habt es gut, einen wunderschönen Tag.